Hallo Leute, es geht weiter mit With the Red Hood Diaries. Ich hoffe, es läuft etwas besser. Ich bin schon etwas vorausgelaufen und bin jetzt bei den giftigen Gasen und auf den Steinen und dieser tollen Welt, wo man alle 10 Sekunden sterben kann. Und ja, es geht weiter. Oh, ist ein bisschen gruselig hier. Ich hoffe, hier passiert mir nicht so schnell was. Oh Gott, was mache ich hier? Aha, was mache ich jetzt? Ach so, da hinten sind die Gase. Ich passe noch auf. Und bin nicht drüben. Scheiße, ich habe es nicht geschafft. Ja, das ist mein Spiel. Super. Und immer, dass man den Rotz hier nochmal machen muss. Das finde ich so blöde. Echt, das ist so unfair. Weil es ist halt echt schwierig. Also, wie gesagt, ich spiele auf einfach mittlerweile. Weil mir das einfach zu schwierig ist. Aber wenn man halt weiß, was man tun muss, so wie jetzt diese Stelle hier, weil man hier 10-mal gestorben ist, das ist ja schön, ne? Aber wenn dann eine neue Stelle kommt, finde ich das so schwierig einzuschätzen, ob man jetzt darf oder nicht darf. Ach, Manno! Das ist so unfair! Sie stand so ganz knapp daneben. Und wieso werfe ich immer die Axt hier? So, ganz schnell dahin. Oh, bis man da hinten ist, wo ich jetzt gerade angefangen habe, ne? So blöd. Wäre gerade schon wieder fast passiert. Voll unfair. Hier muss ich ein bisschen warten, weil da hinten sind immer auch die Gase. Da muss ich aufpassen. So, jetzt kann ich rüber. Schnell. Hoch. Doppelsprung. Oh, Gase. Das war ein bisschen zu schnell. So, jetzt hoch. Okay, jetzt können wir, glaube ich, dran vorbei. Immer so ein bisschen weiterlaufen, dann geht das schon. Jetzt warte ich noch ein bisschen und jetzt gehe ich rüber. Wenn das Bild so wackelt, denke ich immer, ich sterbe, weil ich sehe dann einfach nicht mehr, wo sie hin soll. Da sind Gase, da muss ich aufpassen. Aber jetzt kann ich rüber. Okay. Schön, schön. La, la, la. Soll ich hin? Wo soll ich hin? Hier unten hin? Jetzt bin ich hier unten. Was mache ich denn hier unten? Hier war ich doch schon. Das ist ja komisch. Ach, ich muss hier nach links. Ah! Oh, ich hab's endlich geschafft, oder was? Nein! Nein! Das war nicht so gut. Vielleicht muss ich hier stehen bleiben. Oh, ein Speicherpunkt war das. Das ist gut. Nee, hier war nur eine Rastfläche, kann das sein? Wenn ich da vorne hingehe, was mache ich dann? Dann bin ich hier. Das ist doch doof. Besser ist doch hier nach links. Aber wie komme ich hier weiter? Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Kann ich hier. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier nicht einfach vorbei? Nee, ich kann hier nicht vorbei. Ich soll nach links. Irgendwo muss es doch hier weitergehen, aber hier sind die Zacken. Da kann ich nicht lang. Wie soll man denn da langkommen? Das verwirrt mich. Echt. Egal, wenn ich jetzt losspringe, das wird doch nichts. Aber warum kann man dann hier nach links? Weil da geht es ja auch nicht weiter.
Dann wird man ja auch nur im Kreis immer rumschwirren. Und wenn ich hier die Axt werfe. Ich will auf die Plattform links, weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Und hier diese am Rand hier. Die. So, die ist doch super. Wo bringt uns das jetzt wieder hin? Irgendwo anders hin, wo wir noch nicht waren? Weiß es nicht. Oh nee, da kommen die Gase. Da sterbe ich ja wieder. Das wird doch nichts. Bin ich wieder hier unten. Das ist so merkwürdig. Und hier kann ich nicht vorbei. Wenn ich hier so einen Hops mache. Nee, dann. Nee. Nee. Ich versuche das nochmal hier mit der. Vielleicht kann die Axt ja was ausrichten. Nee, kann sie auch nicht. Was wollt ihr denn dann von mir? Ja, was ist mir lieber? Immer sterben oder gar nicht mehr wissen, wo man lang soll? Kann ich nicht hier... Dom, bom. Nee, da so drüber hinweg geht nicht. Und von hier aus da hinten, so drumrum, also wenn ich jetzt so auf so eine bestimmte Ecke warte... Aber das geht ja nicht, weil da sind die Gase. Jetzt kommen die ganzen Gase. Die vorher auch nicht da waren. So. Nee. Das kann nicht. Kann doch nicht sein. Oh. Aber das kann auch nicht sein. Das ist alles doof. Ich verstehe das nicht. Nee. Nee, das glaube ich auch irgendwie nicht. Vielleicht kann man aber hier rechts nochmal irgendwo rauf. Nicht so, so sterbe ich ja, aber dann nochmal höher klettern. Vielleicht geht das ja auch. So hierhin und dahin. Und nochmal so kurz warten hier. Vielleicht gibt es da noch eine bessere Plattform. Was ich nicht glaube. Das ist halt die große Lange, auf der waren wir auch schon. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist. Ja. Da kommt doch nichts mehr, wo wir weiter könnten, oder? Die hier vielleicht? Die jetzt kommt? So. Ja, aber wozu? Dass wir hier ewig im Kreis duckeln, oder? Nee, das. Das glaube ich auch nicht. Oh, da unten ist ein Körbchen. Wenn da unten ein Körbchen ist, dann muss es einen Weg geben. Check ich nicht. Zacken, zacken, überall, wo man hinsieht. Aha. Kann das ja jetzt hier auch noch ein paar hundert Jahre machen. Das ist ja kein Ding. Ich werde den Weg schon noch finden. Aha. Aha. Nee, ist klar. Ach, und dann fange ich hier an. Ja, das ist super. Einfach mal das Spiel ausgetrickst. Hervorragend. Und jetzt? Nur, dass ich da oben irgendwas jetzt übersehen habe. Das ist ja auch schade. jetzt hänge ich hier an so einer Stelle. Das ist ja auch scheiße. Ist mir klar, dass da Zacken kommen und ich nirgendwo hinspringen kann. Ich übe nur gerade, ob ich springen kann im Ducken, weil ich komme ja hier jetzt auch nie wieder weg. Ah. Oh, es geht also doch. Es geht also doch. Gar nicht schwierig. Toll.
Und jetzt muss ich nochmal immer warten. So lange, bis es geht. Ja. Frust töten. Kann die Plattform nicht mal am Anfang sein? Muss ich immer so lange warten? Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier jemals wieder wegkomme. Die Stelle da oben war aber auch blöd. Die Stellen sind alle blöd. Oh, ich hab's geschafft. Wuhu! Und wahrscheinlich komme ich jetzt gerade von da. Ja, ja. Ja, komm. Macht's mir schwierig. Man muss so geschickt springen, um das hier hinzukriegen. Es ist unglaublich. Oh, jetzt bin ich wieder... Ja, warum kann sie da unten eigentlich... warum stirbt sie da unten? Wenn sie da unten landet, das ist doch okay. Schade, dass ich es einmal geschafft habe. Jetzt weiß ich sogar, dass ich es schaffen könnte. Ja. Ja, ganz klasse. Was mache ich jetzt? Okay. Okay. Super. Ich komme sogar mal weg nochmal von der Stelle. Zu einem Körbchen. Ein nächster Speicherpunkt. Das war nicht schlau. Das war nicht gut. Wo muss ich denn aber hier hin? Ich hätte gern das Glitzerding da oben übrigens gehabt. Da war irgendwas Tolles, aber weil ich nicht wusste, wie man da überhaupt runterkommt. Ja. Was mache ich? Hier stehen bleiben. Und jetzt? Kann ich da rauf? Nee. Was mache ich denn jetzt wieder? Oh, jetzt hänge ich wieder an so einer Stelle. Ach, das geht sogar. Wie geht denn das? Also gut, sie ist nach vorne gesprungen, dann geht sie an den Zacken vorbei. Warte mal, schaffe ich das noch? Hui! Gar nicht gefährlich. Das ist ja wohl total blöd. Nee. Ich verstehe das nicht. Vielleicht soll man aber auch hier lang eigentlich? Soll ich eigentlich nach oben? Würde ich eigentlich von da kommen? Kann natürlich auch sein. Nee. Weil sie schafft nur den Sprung runter. Aber das hier ralle ich halt nicht. Da muss es doch was geben. Ja. Und dieser komische Wirbel. Sie kann sich da festhalten. Aha. Nee. Aber der Rand hat gerade geblinkt. Warte. Das schaffe ich noch. Oder auch nicht. Leben am Limit. Ich meine, der Rand, wo man sich festhalten kann, der hat gerade geblinkt. Wenn ich mich nicht täusche. Was heißt, dass man sich da eigentlich festhalten kann? Kann man oder kann man nicht? Kann man. Ich habe Angst. Sie hält sich sogar fest. Nein! Sie hat sich... Ey! Oh! Aha! So! Nee! Ist klar. Okay, Moment. Ich kann eine Etage tiefer also. Gut. Dann weiß ich ja, wie es geht. Ja, man muss sterben, um rauszukriegen, was man eigentlich tun soll. Da kommt man doch nicht drauf, das ist da drunter, oder? Bin nur ich so doof? Man traut sich doch hier eigentlich gar nicht runter. Ey, halt dich doch mal fest! Es ist halt der Fluch, dass sie sich nie festhält. Ich kann da nichts für... Also es macht sie halt automatisch. Ich kann da nichts machen.
mache das hier nicht mit Absicht, das Sterben. Es macht mir keinen Spaß oder so. Falls ihr das denkt. Hältst du dich fest? Ja. Yay. Nein. Mal hält sie sich fest, mal nicht. Ich habe immer Angst, dass sie sich doch nicht festhält. Immer wenn sie sich doch festhält, denke ich, sie hält sich nicht fest und springt schnell wieder hoch, damit ich es noch schaffe. Und dann hält sie sich aber fest. So, und wenn ich jetzt hier aber runterspringe, dann habe ich Pech, ne? Oder wie war das? Schaffe ich das hier? Oder was muss ich jetzt machen? Weil da oben sind ja voll die Zacken. Oh. Hilfe, was für ein Spiel, ey. So, hier springen wir rauf auf den Stein. Schnell, schnell. Das muss ja immer alles schnell gehen. Hui! Da kommt der nächste. Oder was? Juhu! Oh, oh, Gase. Nee, nein! Oh nein, jetzt muss ich die Stelle nochmal machen, ne? Ich muss die Stelle nochmal machen. Ja, wir können einfach nicht genug haben. Oh, das Rotkäppchen sterben zu sehen. Da, da, da. Okay. Okay. Halt dich fest. Halt dich, verdamm mich nochmal. Mal hält sie sich fest, mal nicht. Yeah. Sehr gut. So. Ab auf den Stein. Ab auf den Stein. Oh. Ich bin nicht geschaffen dafür. Ich bin einfach nicht geschaffen dafür. Und eigentlich kann ich sowas gar nicht mal so schlecht. Also ich brauche zwar immer meine 2-3 Anläufe, aber keine 100. Und ich weiß auch nicht, aber es ist einfach... Ich weiß auch nicht. Immerhin schaffe ich das jetzt hier gerade ganz gut. Da kommt unser Transportstein, der total rockt. So. Dann sind wir auf dem zweiten. Mal gucken, wie weit wir es diesmal schaffen. Nein? Ja. Schön drauf stehen bleiben. Dann gehst du hier rüber. Machst dich klein. Bleiben wir stehen. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Okay, der geht immer hin und her. Aber wo soll ich denn hin? An die Holzbalken? Nee. Ich glaube, ich muss jetzt hier direkt nach oben. Kann das sein? Nee. Ich bin verwirrt. Ich will nicht sterben. Kann ich hier nicht hoch? Nee. Kann ich hier hoch? Ja! Ja! Okay, also doch die Holzbalken, weil sie haben diesmal nicht geblinkt. Was mache ich jetzt? Kann ich hier einfach rüber? Ja. Tatsächlich. Ich kann rüber. Neuer Tagebucheintrag, wie er meine Mutter kennenlernte. Ah ja. Stimmt, wir müssten mal wieder lesen.
Ich nehme mal an, hier sollen wir nicht weiter, ne? Wo geht's denn dann zurück? So, jetzt bin ich hier. Ach, der Stein. Okay. Alles klar. Ich hab's gesehen. Wenn der Stein wiederkommt. So, da ist er. Rauf. Auf uns. Nein. Wo darf ich neu beginnen? Wieder an unserer Kackstelle? Nein, sogar hier. Wahnsinn. Okay, das ist sehr, sehr nett. Ah, haben wir eine neue Stelle, mit der wir trainieren dürfen? So, Transportstein. Rauf. Jetzt warte ich mal ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen Geduld haben. Ich habe halt immer Angst, wenn ich zu lange stehen bleibe, dass ich dann wieder sterbe. Irgendwas anderes passiert. Das schaffen wir doch wieder nicht. Auf welchen soll ich überhaupt? Auf den hinteren oder den vorderen? Schön, dass du auf mich wartest, du blöder Stein. Da war ja Alice Madness Returns echt ein Klacks gegen das Spiel. Irgendwie. Ja. Und jetzt? Ach, Mädel. Was fällst du denn da hinten durch die beiden Steine durch? Ich hab's doch fast geschafft gehabt. Aber ich wusste auch ehrlich gesagt jetzt nicht, wohin. Da war diese Holzplattform oben und... Weiß ich nicht. Kann das immer nicht so gut erkennen wie andere Leute so schnell. Immerhin. Das auch geschafft. Jetzt gehe ich auf den. Und dann auf den. Und dann auf das Ding. In die Mitte. Und freue mich einen Keks. Oder wie? Ah, jetzt kommen wir hier weg. Alles klar. Wie wohltuend das immer ist hier. So eine Schutzstelle gefunden zu haben. Und da sind wir. Was wollt ihr denn hier? Ich hack einfach mal mit meiner Axt drauf los. So. Das holen wir uns auch noch mal eben. Können wir jetzt hier nach vorne? Ja. Ich bin jetzt nicht hier an derselben Stelle wieder, oder? Nein, es ist eine andere Stelle. Hier ist eine Kiste. Mach die mal kaputt. Toll. Hast du eine Kiste kaputt gemacht. Prima. Achso, ich kann mich hier festhalten und... Alles klar. Und fällst mal wieder zum tausendsten Mal runter. Macht aber nichts. Denn wir sind ja hier mal eben kurz gesichert. Weiß nicht, vielleicht sollen wir auch hier rüber, aber ich glaube nicht. Ey, kannst du dich mal festhalten, Rotkäppchen? Warum kann sie da nicht rauf? Ich glaube, das ist gar nicht der richtige Weg, oder? Ich will immer so nach vorne, aber ich glaube, das ist gar nicht der richtige Weg. Ja, ich glaube, wir sollen hier lang. Ach so. Ja. No. Ich glaube, langsam können wir es alle mitsingen. So. Hier sollen wir nämlich lang. Aha, aha. Und dann hier rüber, ne? Nein! Ah, bin zu blöd. Konnte man hier vorne auch hin?
Ich denke ja immer, da sind bestimmt auch noch so versteckte Geheimnissecken und so, aber das ist mir in diesem Spiel hier viel zu gefährlich. Ey. Halt dich doch mal da fest. Geht doch. Ja. Hoch. Ja. Schön. Au. Hier muss ich aufpassen. Was ist hier hinten eigentlich? Wenn ich hier raufgehe? Kann ich hier nicht rauf? Ach, ich kann... Doch, da muss man rauf können. Guck mal, da kann man doch so ein W finden. Ich sehe da... Wollt ihr mich verarschen? Da konnte man doch gar nicht durch die Lücke fallen. Ey. Das Spiel mag mich nicht. Geht doch. Warum ging das gerade eben nicht? So. Can we speed up already? I'm not here for sightseeing. Aber echt. Aber irgendwie schneller machen ist auch nicht gerade das Tollste. War hier noch was? Nee. Ein Körbchen, ein Körbchen. Das bringt uns weiter. Was? Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich hier bloß? So. Was jetzt? Ach so. Da kann ich lang. Nein! Und da unten ist noch ein Körbchen und ein W. Und die Tiere sind wieder da. Die komischen Insekten-Dinger. Elfen. Gar nicht gemein, dass es noch so einen Schwenk macht. Immerhin, wir sind weitergekommen, ja? Trotz meinem Gemoser. Nicht so schnell. Sie kommt ja gar nicht hinterher. Blödes Rotkäppchen. Eigentlich bin ich ja die Steuerin, aber ich gebe ihr einfach mal die Schuld. Wenn das Ding jetzt aber wieder so schnell ist, dann... Halt dich fest. Ich glaube, ich soll nach unten, ne? Nö. Ja, es war klar. Es sind diese Festhaltmomente. Was soll ich sagen? Sie hält sich nicht fest. Trotzdem bin ich froh, dass wir weitergekommen sind und es halt nicht mehr so ganz die alten Stellen sind, wo ich dann so lange gehangen habe, dass ich wirklich noch brechen konnte. Dafür sind die neuen Stellen auch nicht gerade besser. Tschüss, Pflastersteinbrocken. Geh weiter.
Och, Mano. Knapp. Knapp, knapp. Ah ja. Halt dich fest oder auch nicht. Ach komm, hier. Lasst mich doch in Ruhe. Ach, ich kann gar nicht weiter. Die halten mich dann fest mit ihrem magischen grünen Zaubern. Ich kann hier nur rüber, wenn... Nee? Hä? Gerade eben konnte ich nicht hier weiter nach rechts gehen. Ja. Ich bin zu blöd für das Spiel. Hatten wir ja schon mal das Thema. Es ist jetzt mein letzter Versuch, ne? Und dann war es das hier. Dann... Pass aber auch gerade nicht auf. Ach Leute, ich knall das Spiel gleich gegen die Wand, wenn ich es könnte. Aber ich habe es bei Steam gekauft, dann geht das nicht. Okay, ein Versuch noch. Kleines Rotkäppchen, wir mögen dich doch. Mach uns doch nicht das Leben so schwer. Willst du mich veräppeln? Ich bin gesprungen. So. Mir reicht's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part von Wolf the Red Hood Diaries. Bis dann. Guck mal, der krepiert noch so vor sich hin. Ja, krepiere. Krepiere, ich krepiere hier auch 100 Millionen mal im Spiel. Zuck nur, zuck nur. Bis dann.